Ach, Hilfe, Funktion. Okay. Ja, was machen wir nun? Gehen wir auf Münzjagd? Nee, wir wollten im Shop reinsehen, was wir so bekommen können. Mähwerke, Düngerstreuer, Teleskoplader, bestimmt teuer. Mähwerke, Überladewagen. Keine Ahnung, wozu das dient, das Dingens. Fruchtarten haben wir da unten. 80 Euro pro Tag Unterhaltskosten. Sogar ein Hänger kostet Unterhaltskosten. Nee. Scheiße. Aber ich glaube, Kettensäge kostet nicht. Nix. Futtertechnik brauchen wir auch noch nicht. Kartoffeln würde ich auch so gerne anbauen wollen. Bloß teuer halt. Weil ich glaube, mit Kartoffeln kann man viel Geld machen. Es sich viel Geld mitmachen. So, hier haben wir die Schneidewagen. Die kosten auch 5 Euro am Tag. Unterhaltskosten. Scheiße. Dollys ist klar. Haben wir denn irgendwie was zum Dolly passen würde? Sonderangebote, was habt ihr denn da? Nix. Größeren Trecker, Deutz Fahr. Sehen wir hier auch gleich. Boah, der kostet 460 pro Tag. Ha, hätten wir den mal behalten. Den von denen und den größeren abgegeben. Wäre besser gewesen. Der hat 105 kW. New Holland. Zu teuer hier hinten alles. Und kein Fendt drin. Glaube. Ja. Frontlader. Eigentlich nutzlos. Obwohl da so eine Silageballenzange. Kannst eben mit die Ohren lang ziehen. Mistgabel, Gabelzange. Oh, hier kannst du ja wirklich jede Menge machen. Nee. Einen großen Flug brauche ich eigentlich nicht. Einen größeren Grubber wäre schon ja nicht so verkehrt, würde meinen. Würde eben schon viel Zeit abnehmen. Dann könnte ich den alten verscheuern und würde mir einen großen für holen. Aber wir wollten ja auch mal bei Holz vorbeigucken. Ballentechnik, da bleibt ja nichts liegen. Was kosten denn größere Erntemaschinen? Oh. Junge, Junge. Güllefässer. Na gut, Gülle produzieren wir ja auch nicht. Wo kriegen wir denn Tiere her? Tiere habe ich irgendwo gesehen. Das gibt es hier, glaube ich, gar nicht. So, wo haben wir denn hier Radlader? Da kriegen wir verschiedene Gabeln natürlich zu und Schaufeln. Da haben wir Tiere. Doch haben wir Tiere. 1 Euro pro Tag. Was mussten für das Huhn tun? Ich werde mal ein Telefon suchen. Suchen gehen. Ich werde mal den Träger hier schnappen. Werden wir auch gleich mal einen Hänger mitnehmen, bei dem brauchen wir ja jeder an. So, da kommen wir zum Telefon hin. Da möchte ich nochmal gucken, ob wir da irgendwie Infos rausgequetscht bekommen über Hühner, was die so fressen. Mal gucken.
Pipeline anrufen. Ach, RB. Felderkauf, große Nachfragen, Finanzen, Landmaschinenhändler. Hühner sind die genügsamsten Tiere im Spiel, da sie ohne ihr Zutun fröhlich Eier legen. Wollen sie die Eier verkaufen, müssen sie diese im Gehege aufsammeln und dann an einer markierten Stelle auf der Karte verkaufen. Okay, die brauchen also nichts. Arbeitsablauf Wolle. Schafe produzieren Wolle, solange sie regelmäßig Futter erhalten. Ähnlich wie Kühe können Schafe unterschiedlich gefüttert werden. Gras, Heu, Silage und Futtermischung. Mit was die Schafe gefüttert werden, hat keinen Einfluss auf die Menge an produzierter Wolle. Okay. Und Milch dann natürlich. Oh, die Kuh ist sehr komplex. Arbeitsablauf Milch. Kühe geben nur in regelmäßiger Fütterung Milch. Nee, nur mit regelmäßiger Fütterung Milch. Sie können mit Gras, Heu, Silage oder Futtermischung versorgt werden. Den höchsten Ertrag liefern die Kühe, wenn sie Futtermischung erhalten. Diese kann mit einem Futtermischwagen. Ich hör mir an wie ein Erstklässler. Also normal den Abschnitt. Den höchsten Ertrag liefern die Kühe, wenn sie Futtermischung erhalten. Diese kann man mit einem Futtermischwagen erzeugt werden und besteht im Idealfall aus Stroh und Heuballen sowie Silage. Der Eintrag Häckselgut und Silage in der Helpline hat dazu mehr Informationen. Mann, ich höre mir bald an wie Udo. Mal gucken, ob ich Udo hinkriege. Sobald die Kühe gefüttert werden, produzieren sie neben Milch auch Gülle automatisch. In die Güllegrube geleitet wird. Nein, die automatisch in die Güllegrube geleitet wird. Mist hingegen wird erst dann produziert, wenn nicht der Udo am Werk ist, sondern wenn die Kühe über Stroh verfügen. Hierzu müssen Strohballen mit einem Einstreuer zerkleinert und in den Kuhstall eingestreut werden. Alles klar. War der Udo. Gut, also Hühner machen keine Arbeit. Dann würde ich sagen, holen wir uns ein paar Hühner. Vom Bestellmeister. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh, wir können ja ruhig 20, 30 Hühner nehmen. Da wird sich der Hahn aber freuen, ey. 30 Hühner. Aber ich glaube, dazu brauchen wir, um die Eier zu transportieren, brauchen wir eine Gabel für einen Trecker, ne? Und einen Hubarm. Ich glaube, die werden auf solchen Paletten. Transportiert. Wir haben mal so Hühner fahren. Mal gucken, ob wir da irgendwie was sehen. Hier müssen wir runter. Aber ist, glaube ich, kein Thema, hier einen Hubarm zu befestigen an den Träger. Der vorne, der Ding ist dran, ja. Ein Eingang für eine Welle hat er drin, obwohl brauchst du eigentlich gar nicht für einen Hubarm, da brauchst du Hydraulik, ne? Ist ja Hydraulik, glaube ich. Von mir gewesen. So, kürzen wir mal wieder hier ab, ey, warum sie hier keinen Weg runtergemacht haben, ne? Da ist der Hühnerstall. Boah, bald die ganze Ecke mitgenommen. Boah! So, zählen wir dann mal. Also wir haben 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 18, 6, 18 und ein Hahn. Warum? Hab ich denn nur 20 gekauft? Ich weiß das auch nicht mehr. 30. Also müssten bedeutend mehr sein. Na, vielleicht werden auch nur nicht alle angezeigt.
gleichzeitig, um Performance irgendwie einzusparen oder so. Der Hahn, ey. Der ruckelt auch ein bisschen, ne? Gegenüber den anderen Hühnern. Gut, als er eben marschiert ist zumindest. Nur dreht mal das Huhn. Husch. Ja, genau. Gut, habe ich hier ein paar Hühner. Ich weiß nicht, wo ich die Eier abholen kann. Ich glaube, das hat uns das Fragezeichen damals, oder was heißt damals? Naja, gut, für euch damals bestimmt, weil ihr in mehreren Parts guckt. Aber bei mir wart ihr erst wohin. Da hat uns das Fragezeichen darüber informiert. Ich weiß aber nicht genau, wo das wäre. Ich glaube, da drin irgendwo, oder wird hier irgendwo eine Palette automatisch gleich beladen? Glaube nicht. Vielleicht muss ich auch an die Häuser da dran. Dass man dort sieht, was die Wurst ist. Irgendwie hinten aufmachen die Klappe. Na gut, so viel dazu. Vielleicht haben wir irgendwie eine Info überlesen. Kann ja mal eine Info zur Gabel suchen. Wozu die überhaupt da ist. Mit Frontladern können verschiedenste Dinge gestapelt und verladen werden. Ja, das weiß ich auch. Aber welche Dinge wären das? New Holland, gibt es Unterschiede? Nee, ich denke mal, ist egal, oder? Braucht man dazu extra einen Träger noch? Eine Poltergabel, eine Mistgabel, Palettengabel, Baldgabel. Mal gucken, wenn ich hier so eine. Das ist ein Ballenspieß und so eine Palettengabel. Ah. Jetzt habe ich das auch noch gekauft, ich sag. Na gut, dann nehmen wir einen Arm gleich mit. Warum sollten wir dann keinen Arm nehmen? Stolz. Und dann müssen wir zum Händler. Ich denke mal, wir müssten das Gewicht ablassen. Um die Gabel zu befestigen. Weiß ich aber nicht ganz genau. Halt eine Gabel gekauft, da würde ich gerne sicher bin. Ob ich die überhaupt brauche. Also gut, kann ich sie wieder verkaufen. Aber schade um Geld dann natürlich. So, mal gucken. Hier haben wir dann ein Telefon. Ich könnte mal nochmal reingucken gerade. In so eine Gabel, falls wir hier so eine Gabel erklärt bekommen. Finanzen, Landmaschinenhändler. 70% erhalten. Bloß zurück vom Kaufpreis. Was brauche ich wozu? Tutorial ist klar. Diese zeigen Ihnen die grundlegenden Schritte, um ein Feld zu bestellen und schließlich ernten zu können. Weitere Tutorials informieren Sie über den Gebrauch von Ballenpresse, wie Sie Mais, Häckseln oder Kartoffeln legen können. Ja. Preise von Rohstoffen, Anschlag, Brett, Arbeitsablauf, Ackerbau, Arbeitsablauf, Eier. Und Futterbeschwagen, Häckselgut und Silage, da ist Heu. Kartoffeln und Zuckerrüben, Forstwirtschaft, guck mal hier nochmal. Dann an einer der markierten Stelle auf der Karte verkaufen. Nee, da steht auch nichts wirklich. Nur gut, dann werde ich wohl noch warten müssen. Denke mal. Solange bis wir genügend Eier zusammen haben und dann wird sich das wohl möglich von selbst klären können.
hole ich mir die Gabel erstmal, die ihr kauft. Ich glaube, ich werde dieses Jahr ja nicht mehr fertig mit all meinen Projekten. Hat sie das noch dazwischen geschoben, der LS noch dazwischen geschoben, meine ich. Zwischen all dem Zeugs, was ich noch hochladen wollte, in diesem Jahr noch möglichst. Aber nun gut. Ja, ich fand einfach, der LS, der ist es doch mal wert, gezeigt zu werden. Hab das Tutorial durchlaufen und dachte mir, wäre doch geil, würdest du das mal zeigen können, wie du halt damals im LS begonnen hast. Das mal irgendwie festzuhalten, wäre doch geil. So war mein Gabel. Da ist er. Und ja, da bin ich nun dabei. Hat sich also quasi zwischengeschoben, diese Special. So kriegen wir das hier ran. Nee. Sieht nicht so aus. Sag mal. Und wir das Gewicht abladen. Zuerst den Hänger. Gewicht hier hinschmeißen. Und hoffentlich kriegen wir hier diese Gabel ran. Nee, passt leider nicht. Ah, das habe ich befürchtet. Ey, das habe ich echt befürchtet. Schade eigentlich, oder? Ist die nur verkehrt? Nee, verkehrt ist sie nicht. Müsste genau so da rankommen, aber man sieht ja auch am Trecker selbst, dass der halt nicht dafür ausgelegt ist, irgendwie einen Frontlader ranmontiert zu bekommen. Schade. Ich würde die zu gerne behalten, würde sie jetzt nicht mehr verkaufen wollen, diese Gabel. Mitsamt dem Frontlader, muss nur gucken. 20 Euro pro Tag, ey. Ist nicht viel, aber auch nicht gerade wenig. 25 inklusive Gabel. Ja, mal gucken, was so ein Gefährt kostet überhaupt. Da, wo wir eine Gabel vorne ran montieren können. Wir brauchen dazu... Das ist zu teuer, das ist zu teuer. Oh, schöner Traktor. Der Deutz. Kettenviech. Ja, weiß auch nicht. Wo wir es sonst noch rankriegen könnten, vielleicht. Gibt es hier extra Radlader? Naja, gut, das ist ja ein extra Viech. Von Lizard, die. Woran erkennt man denn, welcher geht und welcher nicht? Ich dachte, Deutz Fahrkarte. Nicht, dann würde ich nämlich eben Deutz verkaufen und mir dafür einen New Holland dann kaufen. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob da diese Gabel ranpasst. Oder so ihn. Naja, der wird wohl nicht draus. Der wird wohl nicht bei rausspringen. Nehmt mal an, obwohl 51.000, 70% von 51.000 müssten auch mindestens 40.000 sein. Nehme ich mal an, wenn ich das jetzt so überschlage. Und 40 plus 30 sind ja dann schon 70. Bis dann ist die Asche wieder weg. Gut, dann würde mein Verkauf doch wieder, weil wir es eh nicht nutzen können. So, ich werde mal nochmal probieren. Vielleicht habe ich auch irgendwas verkehrt gemacht hier mit dem Ding. Ich das Ding wieder verscheuere. Ah, denke mal, das wird so nix. Das wird so nix.
Na gut, dann kommen sie weg. Tut mir leid dafür. Aber kann sie eh nicht verwenden. Und das ist gutes Geld, was wir da sparen. Scheiße, wir laufen damit hier. Ja, was kostet denn so ein größerer Gruber? Wäre auch mal nett zu sehen. Vielleicht hole ich mir so ein Teil. 135 können wir verkaufen. Ein größerer Gruber. Ach komm schon. 18, 29, 47. Also irgendwie 98. Das wäre schon nicht verkehrt, ey. 47, was könnten wir uns leisten? So ihn hier. Lässt sich der noch ausklappen? Weiß es nicht. Warum kann man sich denn da keine Beschreibung zusätzlich angucken? Das ist ein bisschen mies. Jetzt haben wir noch Zähne, aber der lässt sie ausklappen, so wie er aussieht. Schönes Gerät. So, dann kann ich ja hier wieder alles anklemmern. Meinen Gruber mal eben ausprobieren und zum Hof zurückfahren. So, ran damit. Und dann die Wichte nehmen wir natürlich auch mal mit. Ja.